Da sind wir auch schon alle drei. Lass uns loslegen. Loslegen? Ja, Punkt 19 Uhr. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar Bulle gegen Bär, der große Schlagabtausch. Ich freue mich total, dass sich heute so viele wie noch nie zuvor tatsächlich von Ihnen eingeschaltet haben. Mein Name ist Moritz Brinkmann, ich bin von Finanzen 100 und ich habe heute die Ehre, unseren Schlagabtausch moderieren zu dürfen. Im Anschluss wird es noch eine ausführliche Fragerunde geben. Also wenn Sie Fragen haben während des Webinars, stellen Sie die einfach gerne, wir beantworten die ganz am Ende. Ja, wir wollen auch keine Zeit vergeuden und ich würde Ihnen gerne direkt unsere Kombattanten vorstellen. Sozusagen in der linken Ecke steht Ronald Gerd, Chefanalyst von unserem Premium-Dienst Stock Selection Europe. Herr Gerd hat ein eigenes Trading-System entwickelt und handelt frische Aktientrends sowohl long als auch short. Er vertritt heute das Bärenlager, weil die Gesamtlage seiner Ansicht nach immer mehr zum Pulverfass wird und jetzt eine Situation entstanden ist, in der es jederzeit zu einer noch größeren Abwärtsspirale kommen könnte. Hallo Herr Gerd, stellen Sie sich doch bitte noch kurz unseren Zuschauern vor. Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Ronald Gerd. Ich habe vor gut 30 Jahren meine ersten Aktien gehandelt. Ich war damals noch Student der BWL und habe am Rande den 1987er Crash mitbekommen, festgestellt, Mensch, da ist sicherlich einiges mehr geboten als im normalen trockenen Bankgeschäft oder in der Logistik, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe das dann bleiben lassen, habe nach der Dienstzeit der Bundeswehr angefangen, mich mit Aktien zu beschäftigen, habe die größte Niederlage erlitten, indem ich gleich von Anfang an Erfolge hatte, um dann festzustellen, wenn man leichtsinnig wird, dann fällt man fürchterlich auf die Nase. Das heißt, wenn es am Anfang klappt, geht es danach garantiert schief. Habe mich daraufhin mit Behavioral Finance beschäftigt. Das ist damals eine völlig unbekannte Geschichte gewesen. Das heißt, die Psychologie der Börse. Und natürlich auch mit all dem, was man im BWL-Studium nicht lernt, nämlich Charttechnik, Markttechnik und dann später auch Handelssysteme. Ich habe 1999, also vor mittlerweile 20 Jahren, mehr oder weniger im Steinzeitalter der Computer, die ersten Systeme zusammengebastelt. So, und jetzt sind wir bei Stock Selection Europe bei einem System angekommen, das ebenso einfach wie funktionsfähig ist. Soweit zu mir. Das ist schon alles. Der Rest kommt gleich im Ja, vielen Gespräch. Dank. Sein Gegenspieler ist Martin Görsch. Sie kennen Martin Görsch eventuell als Trading Coach und Forex-Händler bei unserem Trading-Dienst Devisen 100 von Finanzen 100. Und was die wenigsten allerdings wissen, ist, er ist ebenfalls Langfristinvestor in Aktien und befindet sich klar im Bullenlager. Hallo Herr Görsch, ebenfalls schön, dass Sie da sind und wir freuen uns darauf, dass Sie sich auch kurz vorstellen. Ja, hallo, dann auch von mir. Herzlich willkommen heute nochmal heute hier und ja, auch von meiner Seite vielen Dank für das rege Interesse. Das ist ganz toll, dass es doch so viele Börseninteressierte gibt. Ja, das hat man ja schon gar nicht mehr gedacht in Deutschland, wenn man sich anschaut, wie hoch die Aktienquote so ist bei uns. Erschreckend gering im Übrigen, aber da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf. Ein paar Worte zu mir. Ist schon gesagt worden, Martin Görsch ist mein Name. Ich bin hier meines Zeichens bei Finanzen 100 Autor im Premium-Dienst Devisen 100. Das heißt, wir haben uns da in dem Bereich spezialisiert auf Währungstrades, alles was mit dem Forex- und Devisenmarkt zu tun hat. Ist für mich natürlich eine zusätzliche Geschichte. Ich kann das im Prinzip auch jedem nur ans Herz legen, sich einfach mal ein bisschen auch noch mit anderen Märkten zu beschäftigen, außer mit den klassischen Aktien und Indizes, weil es einfach gut ist für eine breite Portfoliostreuung und auch um ein bisschen Risiko und Schwankung aus dem Portfolio zu nehmen. Aber das war auch bei mir ein etwas längerer Weg, bis ich da hingekommen bin, das alles zu kombinieren. Ich habe auch vor vielen Jahren mal angefangen mit dem Studium Volkswirtschaft und Sinologie. Heute heißt das, glaube ich, China-Studien. Sinologie gibt es gar nicht mehr. Also ich habe tatsächlich Chinesisch gelernt, habe auch 2 Jahre in China gelebt, in Peking überwiegend und habe da auch studiert. Bin im Moment ganz froh, dass ich gerade nicht da bin. Auch ein wichtiges Thema gerade, ja, der ganze Wuhan-Virus, der Coronavirus. Ja, leidiges Thema im Moment für die Aktienmärkte.
Ich habe also im Studium schon angefangen, mit den Aktien zu handeln, habe dann auch irgendwann das Ganze erweitert auf Derivate, bin damals so in den Bereich Optionsscheine, Zertifikate gegangen. Das mache ich auch immer noch mal zwischendurch, aber überwiegend ist mein Aktieninvestment inzwischen im Bereich physischer Aktien. Wie der Moritz gerade schon gesagt hat, eher langfristig. Aber ich mache auch Swing Trades, also ich bin auch im mittelfristigen Bereich. Kurzfristig lasse ich die Finger von Aktien. Da beschäftige ich mich dann eher mit dem Future-Bereich, mal mit dem S&P 500 oder mit dem DAX, den man dann auch mal ganz kurzfristig angreift. Aber ansonsten bin ich eben überwiegend in Aktien, im Investment und im Swing Trading unterwegs und begleite das Ganze mit eben, wie gesagt, Währungstransaktionen und auch sehr viel mit Rohstoffen im Futures-Bereich. Ja, und damit habe ich im Prinzip eine schöne Portfoliostreuung, die dann auch in so Phasen wie jetzt, wo vielleicht das Investment-Depot mal ein bisschen unter Druck kommt, man einen schönen Ausgleich noch mit drin hat. Ja, ansonsten mein Hauptbereich ist eben der Handel. Ich bin als Head of Trading für eine Schweizer Vermögensverwaltung tätig und bin da im Future-Bereich unterwegs für Managed Accounts. Habe den gesamten Bereich Devisen 100 bei Finanzen 100 und bin ansonsten auch immer mal wieder noch als Journalist im Traders oder für Inside Futures und so weiter. Ja, aber das soll es dann auch zu mir gewesen sein. Ich denke, das haben alle einen kurzen Einblick. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema, oder? Ja, super, vielen Dank. Eine kurze Anmerkung noch vorab, weil ich gerade schon die Frage von einem Leser gehört habe. Wir zeichnen das Webinar natürlich auf. Sie können es sich danach gerne nochmal angucken. Das ist kein Problem. Das kriegen Sie ja direkt von uns zugeschickt. Genau, steigen wir direkt mit der ersten Frage ein. Meine erste Frage geht an Sie, Herr Gerd. Wir haben eine tiefe Verunsicherung und die ersten Panikverkäufe bereits gesehen. Die Gegenwehr kam auch schon. Haben wir die Tiefs auch bereits schon gesehen oder kommen die erst noch? Eine interessante Frage für jemanden, der mit einem Handelssystem arbeitet. Denn eines tue ich auf jeden Fall nie mehr, was ich früher natürlich auch oft gemacht habe. Man ist ja Mensch, aber ich prognostiziere gar nichts. Das heißt, wir wissen es nicht. Wir können es nicht wissen, ob wir die Tiefs gesehen haben. Ich will im späteren Verlauf auch noch zeigen, warum wir es nicht wissen können und vor allem, woran es liegt. Denn das Coronavirus ist im Moment zwar etwas, was die Märkte unter Druck setzt, aber in meinen Augen ist das tatsächlich nur der Auslöser. Vergleichen wir es mal mit einem Kartenhaus, wo man dämlicherweise ausgerechnet weit unten eine Karte rauszieht. Wir sind in, was die Finanzmärkte angeht, in einer unglaublich instabilen Konstellation. Dazu möchte ich später auch noch ein paar Charts zeigen. Und diese Situation jetzt, der Verkaufsdruck, der so quasi nicht vorgesehen war, hat dazu geführt, dass wir massive Verkäufe sehen, die aber in meinen Augen genauso, gerade im Augenblick, nicht mehr unter Kontrolle zu bringen sind. Denn der größte Teil des Börsenhandels, speziell am Aktienmarkt, läuft über die Terminmärkte und da eben nicht mehr von Menschenhand. Wenn wir also davon reden, dass die Anleger in Panik geraten, hält sich das meines Erachtens in der völlig falschen Ecke auf. Die computergesteuerten Handelssysteme agieren im Augenblick extrem und sie schaukeln sich gegenseitig hoch. Die dominieren die Umsätze und das führt zu diesen extremen Schwankungen, die wir im Augenblick sehen. 1000 Punkte rauf im Dow Jones, am nächsten Tag 1000 Punkte runter. Und das basiert auf dieser Problematik, dass wir mehr oder weniger eben sehr stark uns bei den institutionellen Investoren auf diese Helferlein verlassen haben, weil alles schneller gehen muss, weil alles mehr Rendite bringen muss, weil die Dinger 24 Stunden am Tag handeln. Und jetzt sind sie wie dieser Zauberbesen aus Goethes Zauberlehrling mehr oder weniger außer Kontrolle. Deswegen können die Tiefs noch ganz woanders, weit tiefer liegen, müssen aber nicht. Das ist absolut nicht vorhersehbar. Und Herr Görsch, Sie sind bullisch eingestellt. Was sagen Sie dazu? Droht noch weiteres Ungemach oder geht es weiter munter nach oben? Also ich will dazu vielleicht gleich einfach mal kurz was zeigen. Ja, sehr gerne. Und zwar, so, wir haben hier den Kursverlauf vom S&P 500
vor der letzten großen Finanzkrise, ja, 2007 sind wir hier oben am Top, Oktober 2007. Und wir haben jetzt im Moment im S&P eine Korrektur, die liegt so im Bereich 11-12%, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich will einfach mal zeigen, was ich im Moment so erwarte. Das, was wir im Moment gesehen haben, ist so vielleicht diese Korrektur, die wir auch hier Ende 2007 gesehen haben. Ja, da waren wir so um 11% vom Hoch runter und haben dann hier eine etwas größere Aufwärtskorrektur auch nochmal gesehen. Die lief so ungefähr hier bis zum 50% Retracement. Und dann kam hier eigentlich erst der große Schwung und wir sind nochmal eine ganze Ecke weiter runtergelaufen. Ja, das heißt, ich würde kurzfristig schon damit rechnen, dass wir vielleicht auch nochmal einen Downleg sehen. Aber für mich sind diese Bereiche dann hier eher Kauflevel. Das heißt, für den gesamten Bereich Investment, ja, ich zeige das nochmal kurz, was ich hier gerade von 2007 gezeigt habe. Ja, das, was wir jetzt hier gesehen haben, wir sind hier sogar schon bei 15% Korrektur inzwischen. Wir sind jetzt in dieser Gegenbewegung. Die Gegenbewegung ist auch hier wieder ziemlich genau bis zum 50% Level gelaufen. Wir haben ungefähr die Hälfte dieses großen Abverkaufs haben wir hier wieder korrigiert. Und was jetzt im Moment gerade ein bisschen problematisch ist für die Bullenseite, ist, dass wir uns hier in einer typischen Bear Flag befinden. Ja, das heißt, das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine Flagge. Wir haben hier einen großen Fahnenmast. Dann sehen wir hier jetzt diese Fahne, die sich entwickelt. Das ist ein bärisches Setup. Da ist eher ein Ausbruch nach unten zu erwarten als weiter steigende Kurse. Und ich könnte mir vorstellen, solange der S&P nicht dieses Level hier oben, 3200 knackt, dass wir nochmal eine Rutsche nach unten sehen. Ja, aber langfristig sind das für mich definitiv Kaufpreise. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich hier meine Investmentposition irgendwo verkaufen würde. Ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe tatsächlich zu dem Bereich hier oben ein bisschen Cashquote aufgebaut. Ja, das habe ich aber überwiegend gemacht in irgendwelchen Tech-Werten, die sehr, sehr stark schon gelaufen sind, die sehr weit in die PEs reingelaufen sind, also sehr, sehr hohe Kursgewinnverhältnisse aufweisen. Die habe ich mal rausgenommen, weil das sind typischerweise auch die Werte, die in der Korrektur am meisten leiden. Ja, und die ganzen großen Werte, die erholen sich normalerweise sehr, sehr schnell wieder. Da können wir auch nachher uns mal ein paar Beispiele anschauen. Und es ist am Ende so, wie der Herr Gerd es gesagt hat. Ja, man kann es nicht abschätzen, ob wir noch weiter fallen oder wann diese Abwärtsbewegung beendet ist. Ja, und von daher bin ich ein großer Freund davon, größere Marktkorrekturen immer zum Einstieg zu nutzen. Ja, langfristig ist im Prinzip jeder Tag Kauftag. Ja. Egal, was man sich anschaut, wenn wir uns mal langfristige Kursverläufe anschauen vom S&P 500. Das heißt dann ja auch, dass sie generell bullisch eingestellt sind. Absolut, ja. Und das hier ist der Grund. Ja, das ist der langfristige Kursverlauf vom S&P 500. Ist jetzt natürlich, normalerweise müsste man sich das Ganze logarithmisch anschauen. Also ich habe es jetzt hier extra schon ein bisschen offensiv dargestellt. Aber das ist die langfristige Kursentwicklung des S&P ungefähr seit 1930, 1929. Und da sehen wir mal, was die Aktienmärkte insgesamt so reißen. Ja, und alle Anleger, ja, die hier irgendwo in dem Bereich gedacht haben, hey, wir sind am Top, wir müssen langfristig raus aus Aktien, wir sind hier am Top, wir müssen langfristig raus. Es ist völlig egal, zu welchem Zeitpunkt man gekauft hat. Wenn man nur lange genug wartet, ist man nach einer gewissen Strecke wieder deutlich im Gewinn. Ja, und das ist tatsächlich so, dass es keine 10-Jahres-Periode gibt, in denen Aktien nicht alle anderen Asset-Klassen outperformed haben. Egal, ob das Anleihen waren, ob das Gold war, ob das irgendwelche Währungen waren, die Aktienmärkte haben langfristig alle anderen Asset-Klassen outperformed. Und deswegen bin ich ein ganz großer Vertreter von langfristig Aktien halten für den Vermögensaufbau und auch für die Performance-Entwicklung. Ja. Sehr gerne, Herr Gerd. Es kommt immer darauf an, wenn man so argumentiert und sagt, langfristig steigen Aktien immer, wie viel Restlebenszeit man noch hat und wann man einsteigt. Ich bin natürlich der Ansicht, dass Aktien ein ganz hervorragendes Investment sind. Schließlich habe ich hier einen Börsendienst, der genauso long wie short geht.
Aber wir kaufen erst dann auf der Long-Seite, wenn die Kurse bewiesen haben, dass sie nach oben rauslaufen. Denn eins ist natürlich schon problematisch, wenn man sich diesen Chart hier so anguckt. Es kommt immer auch darauf an, wann man kauft. Ob man an einem Hoch kauft und dann erstmal 50% absaufende Aktien sieht, die dann in 10, in 20 Jahren deutlich mehr wert sind, oder ob man tatsächlich imstande ist, nach einer Korrektur nahe am Tief zu kaufen. Und das würde ich dann doch grundsätzlich mal bevorzugen. Und wenn wir schon dabei sind, würde ich auch gerne gerade ein Bild zeigen. Das passt nämlich zum historischen Chart wunderbar dazu. Ich probiere das jetzt mal. Achtung. Das war, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier genau auf die Reihe. So, pass mal auf. So, da haben wir es. Also, das hier ist auch ein langfristiges Bild. Und zwar vom sogenannten Shiller PE. PE heißt Price Earnings Ratio, auf Deutsch übersetzt KGV oder Kurs-Gewinn-Verhältnis. Shiller ist ein Nobelpreisträger aus den USA im Wirtschaftsbereich, der folgende Berechnung gemacht hat. Normalerweise rechnet man das Kurs-Gewinn-Verhältnis so, dass man sagt, letztes Jahr habe ich X verdient, dass der Kurs durch den Verdienst geteilt macht das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wenn da 20 steht, dann heißt das, ich zahle im Moment für meine Aktie das 20-fache des Gewinns des letzten Jahres. Und daraus wird eine billig-teuer Bewertung. Es kommt auf die Branche an, es kommt auf die Situation an und, und. Was wir hier jetzt haben, ist die Entwicklung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, also des PI von Shiller, der so rechnet, dass er den Durchschnitt der letzten 10 Jahre im Gewinn als Basis nimmt. Nicht den Gewinn vom letzten Jahr alleine und vor allem nicht, was in Amerika gerne gemacht wird, um zu sagen, oh, die Aktien sind aber wieder billig. Immer. Die gehen dann hin und sagen, wir nehmen den Gewinn von diesem Jahr. Der ist aber noch nicht verdient. Oder wenn es zu knapp und zu teuer wird, nimmt man den Gewinn vom nächsten Jahr, also von 2021. Auf Basis irgendwelcher Fantasieschätzungen, die selbstverständlich bullisch sind, gibt man hin und rechnet dann das Kurs-Gewinn-Verhältnis runter. Was wir hier aber sehen, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf der Schiller-Basis von 1870 im S&P 500 zurückgerechnet. Und hier haben wir im Moment ein Level um die 29. Jetzt können wir sagen, Moment, da haben wir doch viel höhere Levels gehabt. Das ist richtig. Das war allerdings auch die Dotcom-Blase im Jahr 2000. Und wir hatten zwischendrin auch, wenn wir das Normale, also nicht von Schiller, sondern nur auf Basis der aktuell verdienten Gewinne nimmt, auch mal viel höhere im Jahr 2008. Das liegt allerdings darin, dass immer dann, wenn eine Rezession eintritt, üblicherweise die Gewinne viel schneller fallen als die Kurse, sodass das PE-Ratio senkrecht nach oben geht. Das muss man rausrechnen, weil das einfach verzerrte Situationen sind. Rechnet man auch ohne Schiller jetzt mit einem KGV von 23 im S&P 500, sehen wir, wenn wir hier mit der Leiste quer rübergehen, das hatten wir im letzten Jahrhundert außerhalb von Rezessionsphasen nie. Wir sind unglaublich teuer. Und in einer solchen Situation ist meines Erachtens eben der Einstieg in Aktien außerordentlich knifflig. Ja, da muss man aber allerdings auch dazu sehen, dass wir ja momentan auch Zinsniveaus haben, die so historisch niedrig sind, wie wir sie noch nie hatten. Und jetzt müssen am Endeffekt diese PE-Ratios, die fairerweise noch bezahlt werden, müssen am Ende auch immer ein bisschen mit ins Verhältnis gesetzt werden zu den Ersatzmärkten quasi, also zu dem, was Investoren und auch große Anleger nutzen könnten, außer dem Aktienmarkt, um noch irgendwo Renditen zu erwirtschaften. Ja, und es ist in Amerika gerade, gibt es ein geflügeltes Wort, das heißt TINA. Und TINA steht ganz einfach für There is no alternative. Ja, es gibt momentan einfach keine Alternative zu Aktien. Und deswegen finde ich diese Variante, sich das aktuelle Price-Earning-Verhältnis anzuschauen und zu gucken, wie ist denn das im Verhältnis zur Historie 1920, 1940, 1970? Ist meiner Meinung nach nicht ganz korrekt, sich das so anzuschauen und daraus die Schlüsse zu ziehen, dass der Aktienmarkt im Moment überteuert ist. Weil wenn wir das tatsächlich in den Gesamtkontext, in diesen globalen Kontext bringen der Niedrigzinsen, dann sind wir immer noch auf Leveln, die noch deutlich, deutlich, deutlich weiter laufen können. Ja. War auch nur ein Beispiel. Das eigentliche Problem sehe ich auch an einer ganz anderen Ecke. Kriegen wir das kurz hin? Ich brauche 5 Minuten, um das Problem zu erläutern. Mit Charts. Dann wollen wir mal loslegen. Also pass auf. So. Das hier ist jetzt natürlich, ach Gott, man sieht wahrscheinlich vom PowerPoint jetzt das Ganze drumherum auch noch. Egal.
Was ich hier darstellen möchte, ist die Aussage, dass eigentlich all diese fundamentalen Erwägungen unglaublich sekundär sind dafür, ob die Kurse steigen oder fallen. Warum? Der größte Teil des Kapitals, das in den Aktienmarkt fließt, respektive im Aktienmarkt drin ist und drin bleibt, kommt von den ganz normalen Sparern, die über institutionelle Investoren investieren, weil ihnen die Zeit fehlt, weil sie das Fachwissen nicht haben, weil sie überhaupt keine Lust haben, sich darum zu kümmern. Also, sie kaufen ETFs, sie gehen in Fonds, sie gehen in Hedgefonds, sie gehen in Pensionskassen und irgendwelche Sparpläne. Dieses Geld ist im Prinzip Geld, das all diese Dinge nicht erfasst. Denn diese Leute kümmern sich nicht um diese Aspekte wie Kursgewinnverhältnis, wie Alternativen. Sie kümmern sich nicht um die Auftragseingänge, das GDP. Sie kümmern sich auch nicht um eine Schuldenblase, weil sie sie selber weder empfinden noch unbedingt umsetzen können. Nur dieser kleine grüne Pfeil, das ist das bisschen Geld, was sich am Aktienmarkt bewegt von erfahrenen und fachkundigen Investoren. Nun könnt ihr einwerfen, Moment mal, aber die Typen, die das Geld da verwalten, der passiven Investoren, die Fondsmanager und so weiter, die wissen ja Bescheid. Das ist schon richtig. Nur haben sie keine Alternative. Denn ihre Aufgabe ist es, das Geld, was ihnen übertragen wird, in den Markt zu bringen, zu investieren und damit Rendite zu erwirtschaften. Korrekt. Und genau das spricht doch am Ende für weiter steigende Preise. Abwarten. Bin noch nicht fertig. So, zweite Folie. Diese Problematik bedeutet, die Anleger zahlen Geld ein. Okay. Die ETFs, die Fonds und so weiter investieren das Geld. Durch das Einzahlen dieses Geldes steigen die Kurse, weil eben das Geld da reinfließt. Also müssen die Kurse hoch. Der Anleger, der im Endeffekt normalerweise als Barometer, wie in den USA, vor allem ganz ausgeprägt, den Dow Jones als Barometer des Erfolges und der Gesundheit der US-Wirtschaft sieht, weil er keine anderen Indikatoren entweder hat oder an sich angucken will. Deswegen hat Trump ja so einen wunderbaren Erfolg damit, die Leute da reinzubringen, indem er sagt, guckt, was ich erfolgreich bin, der Dow steigt. Die Anleger sehen sich durch den Effekt ihrer eigenen Handlung, nämlich durch ihre Käufe, bestätigt, weil der Index weiter steigt und die zahlen weiter Geld ein. So. Das ist im Prinzip ein Perpetuum mobile. Solange dieser Kreislauf funktioniert, spielen Fakten und Nachrichten keinerlei Rolle. Nur weil der Coronavirus diese Systematik jetzt ins Wanken gebracht hat, sehen wir die fallenden Kurse. Wäre er nicht gekommen, würden wir immer weiterlaufen. Denn wir haben ja festgestellt, diejenigen, die mal mit einem Auge in die Zeitung gucken und sagen, also das mit dem Handelskrieg, das wird langsam unangenehm, haben festgestellt, ja Moment mal, aber die Kurse steigen immer weiter und trotzdem weiter und noch ein neues Hoch und schließen daraus, dass die Risiken, von denen sie hören, irrelevant sind, weil ja die Kurse immer weiter steigen. Aber dann kommt jetzt die Achillesferse in dieser Kiste und die sehen wir schwierig, aber man sieht sie hier. Das hier sind die Barreserven der US-Fonds. Ende der 80er Jahre. Wir sehen, dass früher eine Barreserve so zwischen 8% und 12% völlig normal war. Mittlerweile allerdings durch diesen Performance-Druck, weil man versuchen muss, irgendwie so viel Geld wie möglich zum Laufen zu bringen, um besser zu sein als die Konkurrenz, ist diese Barreserve deutlich gefallen. Wir lagen mehrere Jahre zwischen 3% und 4%, sind im Moment bei 4%. Und das ist wenig. Das ist verdammt wenig in dem Augenblick, wo die Leute nervös werden. Denn sobald jemand kommt und sagt, okay, ich verkaufe meinen ETF wieder, müssen die ETFs am Markt verkaufen, weil sie haben ja gar keine Barreserve. ETFs mal sowieso nicht. Fonds haben eine niedrige. Das heißt, bei einer größeren Zahl nervös werdender Anleger, die auf einmal nach Jahren auf die Idee kommen und sei es nur Gewinne mitzunehmen, sie müssen ja nicht mal nervös werden, sie müssen sagen, okay, jetzt haben wir ein Hoch erreicht, jetzt nehmen wir Gewinne mit. In dem Augenblick fängt eine Lawine an zu laufen, die man nicht unbedingt aufhalten kann, denn dann läuft das Ganze wieder rückwärts. Die Fonds haben nicht genug Barreserven, sie müssen am Markt verkaufen, weil die Anleger die ersten aussteigen. Das sehen andere Anleger und sagen, verdammt, was ist los, die Kurse fallen. Sie wollen auch ihre Fondsanteile zurückgeben, Barreserve ist schon wieder alle. Und dass wir in dieser Situation sind, das sehen wir an den Repo-Krediten im Moment in den USA. Diese Repo-Kredite sind kurzfristige Kredite der US-Notenbank an die Finanzindustrie. 10 Jahre gab es sie nicht mehr, seit 2009. Plötzlich im September 2019 sind sie wieder aufgetaucht. Und jetzt sehen wir eine ganz bemerkenswerte Situation. Zum Beispiel am Dienstag. Am Dienstag hat die US-Notenbank 20 Milliarden verauktioniert für 14-tägige Laufzeit. Das heißt, die Finanzindustrie kriegt für 14 Tage für einen Apple- und Ei-Zins 20 Milliarden, kann dafür bieten. Die Gebote
lagen aber bei 80 Milliarden. Letzte Woche hatten wir das auch und heute wieder. 20 Milliarden wurden verauktioniert. Die Gebote der Banken lagen ungefähr bei 72 Milliarden Dollar. Das heißt, da sitzen auf einmal Leute in der Finanzindustrie, die bräuchten über Nacht oder für ein paar Tage Geld und haben keins bekommen. Und schon sehen wir den Dow Jones 1000 Punkte runterrasseln. Jetzt haben wir die Lawine, die vorher in die Aufwärtsrichtung funktioniert, haben wir jetzt am Laufen in die falsche, nämlich in die Abwärtsrichtung. Und das auch noch potenziert durch computergesteuerte Handelsprogramme, die nie schlafen und die vollkommen konsequent den Kursen folgen, dem Trend. Rauf, es sind ja keine Kaufprogramme, es sind auch keine Verkaufsprogramme, es sind Handelsprogramme und die folgen dem Trend. Und genau das passiert im Augenblick. Und die Dinger kriegen wir so leicht nicht aufgehalten. Das ist eben der Zauberbesen aus dem Zauberlehrling. Man hat sie erschaffen, um überhaupt diese Mengen an Kapital bewegen zu können. Und hat jetzt eine Situation, in der man zwei Möglichkeiten hat. Entweder ich ziehe den Stecker, dann läuft es dumm, wenn die anderen ihre Systeme weiter nutzen. Oder ich bete und verkrieche mich unterm Kopfkissen, weil diese Systeme im Moment short gehen, dass es nur so quietscht. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch noch das Problem der Margin Calls. Deswegen haben wir dieses Rauf und Runter jeden Tag im Wechsel. Und wenn irgendeine Seite verliert und die Nerven verliert und aufgibt, dann kriegen wir einen Crash. Das muss nicht sein, aber das Risiko ist einfach gegeben. Und das macht die momentane Situation so unglaublich schwierig einschätzbar, sodass ich mich nicht hinstelle und sage, ich bin bärisch, ich weiß, dass es tiefer geht, sondern ich sage, es kann tiefer gehen. Und niemand hat im Moment die Möglichkeit, auch nur ansatzweise rauszubekommen, was morgen ist. Das macht die Sache schwierig, deswegen muss man am Ball bleiben. Fertig. Wie genau muss ich mich denn jetzt aktuell als Privatanleger verhalten? Also was ist denn Ihrer Meinung nach die richtige Situation? Und das interessiert mich natürlich auch bei Herrn Görsch, weil da wird es ja wahrscheinlich genau andersrum sein. Ich will es schnell abschließen, dann kann Herr Görsch viel ausführlicher antworten. In meinen Augen muss ein Privatanleger unglaublich vorsichtig sein. Im Zweifel, wenn er sich nicht sicher ist, dass er die Risiken sich gewärtigt ist, lieber die Finger weglassen und bloß nicht einfach blind ins fallende Messer greifen. Denn wenn die Kurse fallen, gibt es in der Regel eine Bodenbildung. Richtig ist, man könnte mit ganz kleinen Positionen für eine sogenannte V-Formation vorsorgen, weil das Fiese manchmal ist, dass es keine Bodenbildung gibt, kein Doppeltief, keine schöne gemütliche Testphase der letzten Tiefs, sondern es einfach senkrecht wieder hochgeht. Da sollte man eine kleine Position vielleicht versuchen, aber immer mit dem Risiko im Hinterkopf, es kann schief gehen. Hier in diesem Markt kann verdammt viel schief gehen. Also lieber weniger tun als mehr. Und Herr Görsch, wie ist Ihre Meinung dazu? Und vor allem dann, was mich natürlich auch interessiert, wie findet man denn aktuell überhaupt das richtige langfristige Investment? Also ich sehe das prinzipiell genauso. Ja, man sollte vorsichtig sein momentan, weil das eben schwer absehbar ist, wo das Ende ist. Ich bin aber durchaus dafür, nach großen Korrekturen wie jetzt 15% oder wenn wir nochmal ein bisschen weiter runterkommen, tatsächlich anzufangen, erste Longs wieder aufzubauen. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe hier die Kursentwicklung von Ende 2018. Ja, da haben wir einen ähnlich starken Abverkauf gesehen hier im Dezember 2018. Da sind wir hier bis auf über 20% vom Hoch im S&P runtergekommen, 22%. Und hier sehen wir auch einfach, wo das Problem liegt, wenn man zu lange mit dem Einstieg wartet. Ja, wir haben hier innerhalb weniger Tage sofort einen neuen Aufwärtstrend aufgebaut. Und wenn man jetzt versucht, irgendwie trendfolgend sich an diesem Abwärtstrend zu orientieren. Ja, dann wollen wir hier nicht long gehen, weil gerade richtiges Short-Momentum drauf ist. Dann wollen wir in diesen Bereichen hier nicht long gehen, weil wir hier überall Widerstände haben. Und hier oben stellen wir dann fest, oh, okay, jetzt sind wir vom Tief innerhalb von ein paar Tagen ja schon wieder 15% gestiegen. Na, jetzt kaufe ich auch nicht mehr, weil ich hätte ja viel billiger reinkommen können. Ja, das ist so das typische Privatanlegerproblem. Ich hätte ja billiger reinkommen können. Und deswegen verpassen eben viele Private insbesondere diese großen Rallies, die der Markt dann eben gibt und wo es dann in die Trendrichtung auch nochmal deutlich weitergeht und wir neue Hochs machen. Und dann hat hier tatsächlich, müssen wir wirklich so sehen, wie es ist, eine Übertreibung angefangen. Ende 2019 sind wir hier extrem heiß gelaufen im Markt. Das haben auch viele Indikatoren gezeigt. Wenn wir da noch Zeit haben, können wir da nochmal drauf kommen. Aber das war absolut gesund, dass der Markt sich hier jetzt einfach mal so ein bisschen abgebaut hat, so ein bisschen diese überkauften Level losgeworden ist. Wie gesagt, im Moment sehe ich als größte Schwierigkeit hier diese Bear Flag. Wenn die nach unten aufgelöst ist und wir sehen vielleicht nochmal einen Rutsch von 7, 8, 9%,
dann bin ich auf jeden Fall dabei, die ersten Kandidaten auf der Long-Seite wieder einzusammeln. Ja, weil ich sehe es dann auch ein bisschen anders. Bitte? Soll ich dann auch direkt mit meinem gesamten Kapital reingehen? Oder auf gar keinen Fall. Man sollte nie mit seinem gesamten Kapital reingehen. Ja, ich bin ein großer Freund auch von so ein bisschen einem Cost-Average-Effekt, gerade wenn man langfristig anlegen will oder langfristig investieren will. Ich kann das einfach mal ganz kurz zeigen hier, wie das Ganze dann nämlich aussieht. Ich habe hier drei Kurven dargestellt. Das sind hier mal insgesamt 30 Jahre Anlageperiode. Und ich habe mal hier eine Datei erstellt, wo ich relativ einfach verschiedene Sparpläne im Prinzip mal durchgehen kann. Habe das Ganze mal gerechnet mit einer jährlichen Rendite von 10% im Schnitt. Das ist das, was die US-Aktienmärkte langfristig einfach bringen. Da liegen wir im Durchschnitt bei 10% pro Jahr, wohlgemerkt im Durchschnitt. Ja, der Herr Gerd hat es schon gesagt, ein gewisses Timing ist schon essentiell beim Einstieg, wenn man nicht mehr lange Zeit hat. Ja, ich sag mal, die Zuhörer oder die Zuschauer heute hier unter uns, die im Bereich 20 sind, 30, ja, irgendwie, die noch viel, viel Zeit haben, für die ist es völlig egal. Ja, die könnten sogar jetzt mit ihrem gesamten Kapital irgendwo im Markt einsteigen und würden sicherlich in 20 Jahren sehr, sehr gut dastehen. Es gibt so eine kleine Faustformel. 100 minus Alter, ja, das ist das, was man von seinem Kapital in Prozent ungefähr am Aktienmarkt investieren sollte. Ja. Kleines Beispiel, wenn wir 20 sind, dann können wir 80% unseres freien Kapitals am Aktienmarkt investieren. Wenn ein Zuschauer hier jetzt schon jenseits der 60 ist, ja, ist vielleicht 65, steht kurz vor der Rente, der sollte vielleicht nur noch 35% seines Kapitals in Aktien haben. Eben genau aus diesem Grund. Es kann natürlich immer mal sein, dass es einen Crash gibt und die Märkte brauchen 3 Jahre, 4 Jahre, bis sie wieder da sind, wo sie vorher waren. Ja, das haben wir oft genug schon gesehen. Das kann auch mal eine Periode von 8 oder 9 Jahren werden im Extremfall. Nur, dafür bin ich eben ein großer Freund davon, ein Großteil des Investmentdepots auch in dividendenstarken Titeln anzulegen. Ja, das heißt, Werte, die im Schnitt im Jahr dann vielleicht 3, 4, 5% Dividende bringen. Und dann hat man eben auch in Zeiten, wo es abwärts geht, wenigstens was, wo immer ein bisschen frisches Kapital dazukommt. Ja, was man dann idealerweise auch neu investiert. Und irgendwann vielleicht, wenn man genug Kapital hat, das Ganze auch mal abziehen kann. Das, was ich jetzt hier mal gezeigt habe, ist eine Erstanlagesumme von 20.000 Euro, die ein Großteil der Bevölkerung ohne größere Probleme hinlegen könnte. Ja, wenn ich sehe, wie im Moment die Eigenheimpreise stehen, dann kannst du um das Kapital der Bundesbürger nicht so schlecht bestellt sein. Ja. Und habe einfach mal eine monatliche Sparsumme hier genommen von 350 Euro, die zusätzlich zu der Erstinvestition jeden Monat in den Markt gepackt werden. Und habe hier eben eine Rendite von 10% im Jahr. Wir können das Ganze auch noch mal ein bisschen runtersetzen, ja, auf 7,5% im Jahr. Dann kommen wir immerhin bei 30 Jahren bei einem Einmalinvestment von 20.000 über die Entwicklung der Jahre auf 170.000 Euro am Ende, wenn man nichts weiter dazu zahlt, sondern nur einmal investiert. Wenn ich jetzt noch dabei bin und jeden Monat 350 Euro reinspare, dann komme ich hier am Ende auf eine Gesamtsumme von über 600.000 Euro nach 30 Jahren. Und ich glaube, das ist für viele, die jetzt zuschauen, ein schönes Zubrot dann zur Rente, die bis dahin vielleicht schon überhaupt nicht mehr gesichert ist. Ja, und deswegen bin ich der Meinung, am Ende jeder Tag ist Kauftag und jeder, der einen ETF-Sparplan hat, der spart da rein, regelmäßig und eben auch in den USA. Und das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die US-Anleger wie verrückt jetzt alle zu ihren Brokern rennen und ihre ETFs in Panik verkaufen, sondern eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall. Die Sparpläne laufen weiter. Und da ruft niemand bei seinem Broker an und unterbricht den Sparplan. Ja, das ist in Amerika eine ganz normale Geschichte. Bitte? Wie können dann die Kurse überhaupt fallen? Wer verkauft da? Wie kann es sein, dass ein Dow Jones 1000 Punkte fällt? Wie geht das? Ja, ich glaube, das hängt auch viel mit der Angebots- und Nachfragesituation zusammen. Wenn das Orderbuch leer ist, ja, und wir haben in einer Situation, wo eben Panik kommt.
Die Umsätze sind riesig. Die Umsätze sind riesig. Da kann das Orderbuch nicht leer sein. Das würde, wenn die Umsätze so hoch sind, gibt es entsprechend Angebot und Nachfrage. Ja, jetzt ist es aber auch so, dass diese ETF-Sparpläne ja zu bestimmten Tagen bespart werden. Ja, das kommt ja nicht jeden Tag über einen ETF-Sparplan Geld zum Broker. Na, das sind überwiegend Monatsanfang, überwiegend Monatsmitte, wo da reingespart wird und wo Geld dann investiert wird. So, und es ist natürlich so, dass in den Bereichen dazwischen oder am Ende reicht ein großer Hedgefonds. Es reicht ein großer Hedgefonds, der eine riesige Order Market auf den Markt schmeißt und der fängt an, die Kurse zum Purzeln zu bringen. Dann liegen vielleicht irgendwo von anderen Hedgefonds Absicherungen mit Stop-Leveln. Man muss sich das Ganze auch so vorstellen, dass gerade die großen Marktteilnehmer nicht wie wir vielleicht mit ihrer Position auf Apple irgendwo sitzen und sagen, okay, wenn die auf $260 fällt, dann verkaufe ich, sondern die scalen in ihre Positionen rein und die scalen auch aus ihren Positionen raus. Und was da gemacht wird, ist, es werden natürlich Risikoparameter abgeschätzt. Und wenn die Risikoparameter relativ hoch eingeschätzt werden, dann werden von denen, besonders von den Positionen, die in den letzten Monaten hervorragend gelaufen sind, wie eine Apple, wie eine Microsoft, wie eine Amazon, wird angefangen, Kapital zu sichern. Das heißt, es werden Teilpositionen verkauft und nicht, weil da irgendwo Panik ist und man der Meinung ist, jetzt bricht alles zusammen, sondern weil man einfach irgendwo Gewinne absichert. Was gerade im Fondsbereich sehr üblich ist, ist zu versuchen, den Gesamtmarkt out zu performen. Ja? Und in dem Moment, wo ein Fondsmanager eine gute Performance übers Jahr erreicht hat, ist der gerne bereit, ein bisschen Gewinne mitzunehmen, Positionen zu liquidieren, einfach in der Erwartung, dass der Markt vielleicht ein bisschen hängen bleibt, ein bisschen zurückkommt und man mit den gesicherten Gewinnen auf dem Depot am Ende eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt hat, die man dann so ein bisschen vor sich herschieben kann. Es geht für Investorengelder, die in Produkte reingehen oder rausgehen, geht es überwiegend darum, wie performt das Produkt im Vergleich zur Benchmark. Ja, kaum jemand möchte gerne in Geld investieren in ein Produkt, was schlechter performt als die Benchmark. Ja, und da geht es ganz, ganz viel einfach nur um Outperformances um auch taktisches Agieren am Aktienmarkt. Und wenn wir uns anschauen, wie weit wir hier übers Jahr schon wieder gelaufen sind, in ganz kurzer Zeit, ja, dann war das irgendwo absehbar, dass auch erste Marktteilnehmer hier mal anfangen, ja, wir waren schon über 5% vorne, nach 2 Monaten, ja, wo wir gerade gesagt haben, die durchschnittliche Performance, die liegt bei 10% im Jahr. Wir waren schon über 5% vorne. Nach einem Jahr, was 25% verdient hat, da ist es völlig normal, dass da mal ein paar Chips vom Tisch genommen werden. Ja, das ist jetzt für mich keine riesen Panikaktion, die hier läuft. Ich bin entsetzlich anderer Meinung. Das ist ja gut so, dafür sind wir ja hier. Ja, aber das ist, was ist denn mit dem Jahr 2019? Wir hatten alle möglichen Risiken, die Märkte liefen rauf, hatten nie eine wirklich größere Korrektur. Da hätte dann ja auch mal eine Korrektur kommen müssen, wo sie nicht kommt. Sowas kann ja, man nicht vorhersehen. Wenn man sich die Sentimentwerte anschaut, dann haben wir doch da auch schon Angst gehabt aufgrund der ganzen Zollkonflikte, die wir da hatten. Die ganzen. Richtig, und trotzdem sind wir nicht runtergerasselt. Ja, genau, warum kommen wir denn dann jetzt runter? Ganz einfach, weil wir jetzt an einem Punkt sind, wo Geld knapp wird. Was ist mit diesen Repos? Wieso fehlt Geld? Wieso fehlen 60 Milliarden alleine heute am US-Finanzmarkt? Die bestellen das Geld nicht, um Eis zu kaufen. Also, wir haben hier irgendein Problem, das seit einigen Monaten hier existiert. Ja, wir haben aber auch das, was ich hier mal in Rot dargestellt habe, hier haben wir in Blau den prozentualen Kursverlauf des S&P 500. Und haben hier in Rot die prozentuale Entwicklung des Real Margin Debt. Das heißt, das, was Investoren auf ihren Portfolios gehebelt unterwegs sind. Ja? Börsenkredite, ja. Genau, das, was da an Krediten läuft. Und da sehen wir schon, über die gesamten letzten Monate, wo der Markt in diese übertreibende Blase gegangen ist, geht schon Geld aus dem Markt raus. Ja? Die Hebel, mit denen die Marktteilnehmer unterwegs sind, werden schon reduziert. Und wir sind trotzdem nicht gefallen. Ja. Augenblick, dieselbe Grafik habe ich auch. Ich zeige sie aber mal mit folgenden, Moment, jetzt muss ich mir erst mal einen Bildschirm holen. Genau auf diese Grafik wollte ich nämlich auch eingehen, nur mit einer anderen Argumentation. Sekunde mal. Bildschirm. Dann, bis wir den Chart sehen, würde ich ganz gerne noch mal kurz sagen, wir sind ein bisschen über der Zeit, ja, aber ich glaube, das ist gar kein Problem von unserer Seite aus. Ich würde ganz gerne gleich noch das Thema Gold auf jeden Fall ansprechen, nur damit ihr das noch mal im Hinterkopf habt.
Und direkt danach ist auch noch die Fragerunde. Ich würde sagen, wir überziehen einfach ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für die Teilnehmer, weil ich glaube, das Thema sollten wir auf jeden Fall noch abschließen. Von daher, wenn Sie jetzt bald Fragen haben, stellen Sie die gerne. Ich gucke mir die an und die beantworten wir im Anschluss. Auch noch als kleiner Hinweis, bitte Fragen, stellen Sie keine Fragen zu Einzelwerten. Einfach aufgrund rechtlicher Sachen dürfen wir das leider nicht beantworten. Da kann ich gerne aber später nochmal drauf eingehen. Und okay, ich will das nur schnell abschließen, dann können wir jedes andere Thema nehmen. Ich hatte genau diese Börsenkredite hier auf dem Schirm. Diese Längslinien hier zeigen Peaks, also Zwischenhochs, wo es danach wieder abwärts ging. Wir sehen interessanterweise, dass die Profis normalerweise schon rausgehen aus dem Markt, bevor die große Abwärtsbewegung, hier als Beispiel der S&P 500 in Rot, tatsächlich beginnt. Das heißt, die Hochs haben wir regelmäßig vor den großen Abwärtsimpulsen. Haben wir hier gesehen zum Beispiel, war das Hoch vor diesem Kursabriss, den wir dann im vierten Quartal 2018 gesehen haben. Hier hatten wir ein Hoch, das ist ebenfalls wieder runtergegangen, während die Börsen noch stiegen. Das heißt, das hier ist für mich eher ein Frühindikator, dass diejenigen, die normalerweise, also professionell mit Risiken arbeiten, schon die Gefahr ahnen. Dass es dann später rutscht, ist immer wieder auffällig gewesen. Aber in dem Augenblick haben wir nicht eine Entwarnung, weil die Profis rausgehen. Für mich ist das eine Bestätigung, dass sie die Gefahr sehen. Genau, wenn man sich jetzt aber mal anguckt, wie groß die Kursverluste danach im Schnitt waren, dann sind wir jetzt schon da, wo wir da immer sind, im Schnitt bei 15%. Ich habe keine, also für mich sind prozentuale Größenordnungen irrelevant, weil wir haben schon ganz andere Sachen erlebt. Man muss nur weit genug zurückgehen. Aber wie gesagt, für mich, ich will auch gar nicht bestreiten, dass wir vielleicht sogar relativ jetzt noch ein Bein down sehen, wie Herr Görsch das sagt, und dann haben wir es tief. Vielleicht. Es ist ja mir persönlich wurscht. Ich bin jemand, der hinter dem Vorhang schaut. Jemand, der im Zweifel skeptisch ist. Aber mit einem Handelssystem ist es vollkommen egal. Weil letzten Endes, wenn da ein Long-Signal kommt, setze ich es um. Da habe ich überhaupt keine Probleme. Das ist ja am Ende immer so. Ich glaube, wenn wir irgendwas gelernt haben als alter Hasen am Markt, dass Meinungstrades meistens die schlechtesten Trades sind. Ja. Allerdings. Ja. Von daher geht es ja auch in dieser ganzen Bestandsaufnahme, die wir hier machen, geht es ja auch eigentlich nur darum zu schauen, in welcher Richtung sieht man denn aktuell den Vorteil, um dann eben seine Handelssignale in der entsprechenden Richtung umzusetzen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als ständig von der einen Seite auf die andere zu wechseln im mittelfristigen Bereich. Und wenn man jetzt als Investor irgendwo ausgestoppt worden ist, vielleicht sofort auf die Short-Seite zu gehen und wenn der Short ausgestoppt wird, sofort wieder auf die Long-Seite zu wechseln. Und das wird so häufig gemacht. Und ich glaube, von daher ist es wichtig, einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen, zu schauen, wo sind wir im Moment, was können wir vielleicht für die nächste Zeit erwarten, um dann eben festzulegen, in welcher Richtung wir unterwegs sein wollen. Und bei mir ist es ja tatsächlich auch so. Ich bin in den kurzfristigen Depots momentan überwiegend Short. Und in den längerfristigen Depots bin ich long only. Ja, und das wird so bleiben. Und da geht es einfach darum zu schauen, irgendwo den Tiefpunkt abzugreifen, um das Kapital, das Cash, was da ist, wieder am Markt unterbringen zu können. Ja. Okay, jetzt habe ich bei Finanzline 100 ja wirklich täglich mit super vielen Nutzern zu tun, die uns natürlich auch Fragen stellen. Und wie ich eine der meistgefragten Fragen ist halt in letzter Zeit wirklich, lohnt es sich jetzt gerade in diesen Zeiten in Gold reinzugehen, in Goldinvestments? Und da will ich einfach super gerne eure Meinung mal zu hören, weil man da wirklich, da gibt es so viele Meinungen aktuell und ich bin selber so ein bisschen überfragt, ist es gerade sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Herr Gerd, wollen Sie vielleicht anfangen? Gerne. Gold ist kein echter Wert, es ist ein psychologischer Wert. Gold wird als sicherer Hafen gesehen, einerseits. Auf der anderen Seite aber extrem in den letzten Jahren immer mehr kurzfristig getradet. Dadurch entsteht eine hohe Volatilität. Und für mich ist Gold ein Asset von allen anderen. Es hat keine besondere Wertigkeit. Wenn ich einen Aufwärtstrend bei Gold habe und ich habe ein entsprechendes Signal im System, dann setze ich es um. Wenn ich ein Abwärtssignal habe, setze ich es auch um. Das Problem ist, in dem Augenblick, wo etwas zu einem sicheren Hafen erklärt wird, weil alle anderen nervös sind, kann es zu einer
Kursexplosion kommen, die innerhalb kürzester Zeit, weil auf der anderen Seite viele traden, wieder in sich zusammenfällt. Als sicherer Hafen für das Ersparte ist Gold viel zu volatil. Und wenn man sagt, na ja, ist doch wurscht, was der Börsenkurs sagt, Hauptsache ich habe Gold im Keller als Sicherheit, falls wirklich mal, was weiß ich, die Marsianer kommen. Und ich kann Gold, das ist ein uralter Spruch und ich weiß es von meiner Mutter, die in Hamburg nach dem Krieg Hunger gelitten hat, Gold kann man nicht essen. Und der Preis des Goldes würde in einer Krise von dem bestimmt, der das Gold nicht hat, der das Brot hat. Und dann kann es sein, dass du ein Achtel Krügerrand für 2 Laib Brot bezahlen musst, wo du normalerweise einen Motorroller für bekommen hättest. Ich halte von Gold als wirkliches Element der Sicherheit herzlich wenig. Und Sie, Herr Görsch? Ja, da sind wir doch endlich mal auf der gleichen Seite. Ja, also das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich kann dazu auch noch mal schnell was zeigen. Einfach nur, um so ein bisschen das mal darzustellen. Ja, das ist ja das, was immer wieder propagiert wird, dass Gold irgendwo der sichere Hafen ist. Wir haben das kurzfristig in einigen Bewegungen gesehen, gerade jetzt heute und gestern auch wieder, wenn die Aktienmärkte runterkommen, dass Gold dann steigt. Wenn Gold steigt in Verbindung mit dem japanischen Yen und mit den Bonds und den Notes, dann ist es häufig so, dass von den Anlegern auch gerne irgendwo ein bisschen so ein Stück weit sicherer Hafen gesucht wird. Aber wir haben in der Vergangenheit auch viele Phasen, wo Gold parallel mit dem Aktienmarkt steigt oder auch Gold parallel mit dem Aktienmarkt fällt. Und insbesondere eben in den Krisenzeiten. Ja, ich habe mal hier in grün den Kursverlauf vom S&P und hier in Gold, ja, orange, Gold, ja, den Kursverlauf von Gold. Und da sieht man das sehr schön hier, gerade bei der letzten großen Krise hier 2007, 2008, da sind die Indizes kräftig runtergekommen und der Goldpreis ist über fast die gesamte Zeit mitgefallen. Und das Problem ist halt immer, wir müssen schauen, was haben wir? Und in dem Moment, wo wir eine Liquiditätskrise haben, wo also Anleger an Gelder ran müssen, ja, in dem Moment wird alles verkauft. Und das ist eben typischerweise dann, wenn wir vielleicht auch irgendwo in eine Rezession gehen. Und da wird alles verkauft und da fallen fast alle Anlageprodukte. Da gibt es kaum was, was steigt. Und das große Problem, was ich so ein bisschen sehe, gerade als langfristiger Investor beim Gold, Gold zahlt keine Dividende. Ja, wir werden im Gold nie eine Kurssteigerung sehen, wie wir sie bei einer Microsoft oder bei einer Amazon, bei einer Apple, bei einer Google sehen. Und auch bei den Growth-Werten nicht. Ja, wenn man sich anschaut, auch wie gerade im Moment noch eine DocuSign performt oder eine TeamViewer, ja, das, was noch Growth ist, wo noch richtig was kommen kann in der Zukunft, da haben wir, glaube ich, als Anleger einfach höhere Chancen, gute Gewinne abzugreifen, als das beim Gold ist. Ja, ich bin schon dafür, dass man einen gewissen Teil vom Depot, einen kleinen Teil auch in Gold halten sollte, weil es irgendwo ein wertstabiles Instrument ist, was vielleicht auch wieder ein bisschen Ruhe reinbringt ins Gesamtdepot. Aber das spielt in der gleichen Liga dann wie Anleihen. Oder für mich ist es eben im Trading-Bereich, dass ich sowieso insgesamt im Rohstoffbereich Markt arbeite. Und das ist dann eben nicht nur Gold, sondern da handle ich alles, was sich bewegt. Und da hat man eben den Vorteil, dass viele der anderen Rohstoffe nicht so sehr auf das tägliche Nachrichtengeschehen reagieren wie die Aktienmärkte. Ja, aber prinzipiell Gold als Sicherheitswährung und jetzt alles verkaufen und in Gold, da halte ich gar nichts von. Ja. Aber wenn es Gold nicht ist und bei mir zum Beispiel gibt es momentan natürlich eine extreme Unsicherheit, was ist denn dann jetzt aktuell sicher? Und das ist dann auch die letzte Frage auf jeden Fall, bevor wir zur Frage kommen. Ja, es gibt schon ein paar schöne Sachen, ja. Norwegische Staatsanleihen zum Beispiel ist sowas, was man durchaus mit ins Depot nehmen könnte. Die sind jetzt natürlich in der letzten Zeit auch schon stark gestiegen. Aber es gibt schon überhaupt Anleihen. Jetzt ist es eben so, dass wir über die ganzen letzten Monate mit den Renditen auch immer weiter in den Keller gegangen sind und da auch kaum noch was zu holen ist. Das Cash kostet inzwischen bei vielen Banken und bei vielen Brokern ja auch schon schöne Strafzinsen. Ja, das ist also auch nicht mehr so einfach zu sagen, ich halte es einfach in Cash. Dazu kommt ja noch die Inflation obendrauf. Also es ist für Anleger schwierig geworden, ja. Und genau weil es für Anleger schwierig geworden ist, die Märkte aber trotzdem immer weiter mit Geld geflutet werden,
bin ich eben der Meinung, dass Aktienmärkte langfristig auch weiter steigen werden. Ja, und unabhängig davon, ob wir jetzt nochmal einen 10% Crash sehen oder nicht, spätestens wenn die Corona-Thematik abflacht und wir da wieder ein bisschen in ruhigere Gewässer kommen, was sicherlich demnächst auch sein wird, wenn man sich das hier mal anschaut, die Zahl der aktiven Fälle, die ist schon seit Wochen jetzt rückläufig. Wir scheinen in China das Schlimmste überstanden zu haben. Es sind vorhin die ersten Meldungen gekommen von der WHO, dass es gute Zeichen aus Südkorea gibt. Daraufhin ist der S&P erstmal 30 Punkte gesprungen, um dann jetzt wieder kräftig zu fallen. Aber da sieht man schon mal so ein bisschen, was da am Markt passieren kann, sobald diese Corona-Panik da ein bisschen rausgeht. Ja, wir haben heute eine völlig unbedeutende, leicht positive Meldung bekommen, haben sofort einen 30-Punkte-Sprung gesehen. Sobald sich das ein bisschen beruhigt innerhalb der nächsten Wochen, denke ich, haben wir den Boden drin und das Ganze läuft ganz genauso weiter, wie es die ganzen Monate vorher gelaufen ist. Ja. Und Herr Gerd, Sie sagen, Sie, man soll dem Trendsystem folgen? Oder was wäre Ihre Beste? Also erstmal kann ich nur noch mal wiederholen, meines Erachtens ist Corona ausschließlich der Auslöser dieser Situation und nicht der Grund. Es kann nicht sein, dass wir gestern alle kollektiv vergessen haben, dass es ein Problem mit dem Coronavirus gibt und heute kommen dann irgendwelche Medienmeldungen, die Anleger erinnern sich wieder an die Gefahren des Coronavirus und batsch geht's wieder runter. Wir haben entweder ein Problem oder wir haben es nicht. Es geht nicht jeden Tag rein, raus, das heißt ja, wir aber kaufen das, was im Moment nach oben drückt, sind einfach die Liquiditätszuschüsse, die da kommen. Ja, das ist die Fed, die Zinsen senkt, das ist die kanadische Zentralbank, die Zinsen senkt, beide außerplanmäßig übrigens. Das ist ein 8 Milliarden Investment, was die Amis jetzt noch zusätzlich 8,3 Milliarden in den Wirtschaftskreislauf pumpen aufgrund des Coronavirus. Das ist natürlich das, was im Moment diese extreme Volatilität in die Märkte bringt, dass wir auf einmal 150 Punkte höher stehen im DAX, im S&P sogar, nur um am nächsten Tag wieder 150 Punkte tiefer zu stehen. Ja. Wobei diese 8,2 Milliarden natürlich nicht innerhalb von 10 Minuten überwiesen und an die Börse gequetscht wird. Gar keine das sind Frage, ja auch eine psychologische Reaktion. Die Nachricht kommt. Es sind die Nachrichten, ja. Ja und auch aber um die Frage, die eigentliche Frage zu beantworten. Ich weiß ganz sicher, dass ich nicht weiß, wie der Rest des Jahres weitergeht. Deswegen halte ich es für aus meiner Warte heraus nicht für mich nicht verantwortbar, irgendeine Prognose abzugeben und zu sagen, wo solltest du jetzt investieren? Genau deswegen folge ich nur dem Trend. Nur dem Trend. Wenn der Trend nach oben geht, folge ich ihm. Wenn er nach unten geht, gehe ich hinterher. Aber ich mache keine Prognose, weil genau das, was wir jetzt erleben in den ersten 2 Monaten, hätte doch kein Mensch im November oder Dezember letzten Jahres absehen können. Das war nicht vorhersehbar und so wird das Jahr weitergehen. Die Börse ist so. Das Leben ist so. Wir wissen nicht, was kommt. Und dementsprechend müssen wir flexibel bleiben. Und deswegen folgen wir diesen Impulsen. Aber ich sage auf keinen Fall, dass das oder das oder das sich auf die nächsten Monate oder Jahre, und da geht es ja drum, wenn es darum geht, was kann man jetzt tun? Geht es ja darum, klappt das auch in 6 Monaten oder in einem Jahr? Weil wenn ich jetzt investiere, möchte ich ja nicht die Kohle verlieren. Ich möchte ja ein sinnvolles Investment haben. Völlig und richtig. Da bin ich im Moment völlig in der Situation, ja, ist auch, wo ich sage, das ist doch gar nicht die Frage. Da habe ich gar nichts. Da habe ich gar nichts anzubieten, außer zu sagen, wenn man risikobereit ist, kann man immer noch genauso wie vorher, wenn man entsprechende Stops hat, wenn man geringe Hebel hat, wenn man nicht rumzockt, kann man den Trends genauso folgen wie vorher. Denn wenn wir das Bild, was wir jetzt uns angucken, zum Beispiel hier im Chart vom S&P, wenn wir uns das ohne Skalierung angucken, würden wir sagen, naja, ist eigentlich eine ganz normale Bewegung. Die Ausschläge sind größer, aber die grundsätzlichen Strukturen des Rauf und Runter sind erhalten geblieben. Das heißt, Risiko runter und flexibel bleiben. Das ist der einzige Rat, den ich geben würde. Ja, bin ich völlig d'accord. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen Traden und Investieren. Und ich habe hier jetzt absichtlich mal den Monatschart eingeblendet vom S&P. Also eine Kerze entspricht hier der Kursentwicklung von einem Monat. Einfach um genau das zu unterstreichen. Ja, man muss den Trends folgen. Die Frage ist halt immer nur, in welcher Zeitebene bin ich mit meinen Investitionen unterwegs? Und für alle, die langfristig investieren wollen, haben wir hier genau eins, nämlich ein Unterstützungslevel auf Monatschart. Ja, von daher wäre es gar nicht so unwahrscheinlich oder ungewöhnlich, wenn wir wirklich tatsächlich hier in diesem Bereich dieses Doppeltiefs hier jetzt auch schon den Boden gesehen haben und uns vielleicht nochmal nach oben bewegen Richtung All-Time-High, durchaus möglich, gar keine Frage.
Nur wenn man eben kurzfristig unterwegs ist und man ist irgendwo im Bereich Tageschart unterwegs, da sind wir natürlich unter die letzten Tiefs drunter weggebrochen. Da haben wir im Moment hier eine Abwärtsbewegung. Im Prinzip ist es noch nicht mal wirklich ein Trend. Ja, es ist ein Move, es ist eine Bewegung. Wir haben zwar den Aufwärtstrend gebrochen, haben aber keinen aktiven Abwärtstrend. Den kriegen wir erst, wenn wir hier unter die Tiefs gehen und eben eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs aufbauen können. Ja, für alle, die eben im kurzfristigen Bereich irgendwo sind und sich vielleicht sogar im Stundenchart hier bewegen, ja, für die ist es keine Frage. Ja, da haben wir den absolut intakten Abwärtstrend hier, in den wir jetzt gerade wieder neu reinrutschen. Unter den Tiefs hier wird es wahrscheinlich ganz düster, unter 29,75. Da wird nochmal richtig Druck aufkommen. Aber am Ende ist es halt wirklich immer eine Frage der Zeitebene. Ja, in was für einem Anlagehorizont ist man unterwegs? Und wenn ich mir hier diesen Monatschart anschaue, dann muss ich halt sagen, hey, das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Ja, kurzfristige Panik hin oder her, das sieht gar nicht so schlecht aus, weil das ist genau das, was ich als Trendfolger eigentlich sehen will. Ich will sehen, eine saubere Entwicklung mit einem Hoch, einem Tief, einem neuen Hoch und dann idealerweise sollte die Korrektur das alte Hoch testen. Ja, das machen wir hier genauso. Neues Hoch, in der Korrektur wird das alte Hoch getestet. Neues Hoch, in der Korrektur wird das alte Hoch getestet und so weiter. Das ist eine Trendbewegung. Ja, die ist hier schon einmal unterbrochen worden. Ja, da habe ich auch tatsächlich an der Stelle schon kräftig Short-Positionen aufgebaut und habe dann auf dem Weg nach oben damit auch gut auf die Mütze gekriegt. Das gehört halt mit dazu, ne, wenn man trendtechnisch unterwegs ist. Aber im Moment sieht das Ganze so aus, wir sind hier in einer Korrektur runtergekommen, haben den Bereich der alten Unterstützungslevel getestet hier im Monatschart und können uns ohne Probleme jetzt auch wieder nach oben wegbewegen. Ja, also Trendfolge, richtig, aber man muss eben schauen, was habe ich für einen Anlagehorizont. Und in dem Moment, wo ich irgendwo gehebelt unterwegs bin, bewege ich mich nicht auf dem Monatschart. Ja, um Gottes Willen, dann bin ich vielleicht auf dem Tageschart unterwegs und versuche dann auch solche Momentumbewegungen hier irgendwo zu erwischen und bin ja auch, wie gesagt, momentan kurzfristig eher short positioniert als long. Ja, aber ich warte nur darauf, dass wir entweder hier über die 3,2 gehen oder dass wir nochmal eine weitere Welle sehen, um wieder in Long-Position reinzugehen. Ja, und dann auch im mittelfristigen Bereich. Ja, super. Vielen Dank an euch beide bereits schon mal. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum interaktiven Part über, damit wir noch genug Zeit haben, um den Nutzern hier ihre Fragen zu beantworten. Vorab nochmal vielen, vielen Dank schon mal an euch beide. Ich finde, das hat super viel Spaß gemacht und ich persönlich habe auch total viel in mir mitgenommen. Ich würde es total spannend finden, wenn wir das Format auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Monaten auf jeden Fall nochmal wiederholen und dann können wir ja auch sehen, wer Recht behalten hat. Ich glaube, es geht gar nicht ums Recht behalten. Ja, stimmt schon. Ja. Ich habe da auch ganz, ganz großen Respekt vor dem Herrn Gerd. Ja, ich habe das ja auch ein bisschen verfolgt, was er da in seinem Börsendienst macht und da sind mit den Short-Positionen gigantisch tolle Gewinne realisiert worden. Ne? Das muss man auch einfach mal so sehen. Ne? Und wenn man da einfach rechtzeitig dabei ist, wenn es dann abwärts geht, dann kann man da eben auch super gut mit verdienen. Das ist gar nicht die Frage. Ne? Nur für einen Langfristinvestor sind diese Korrekturen normalerweise Kaufgelegenheiten. Super, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den ersten Fragen. Sie können weiterhin gerne jederzeit eine Frage stellen. Wir gucken uns die alle an, beantworten auch alle Fragen. Ich glaube nicht, dass wir alle Fragen beantwortet bekommen heute. Ist aber ansonsten kein Problem. Wir beantworten Ihnen die später gerne noch. Und ansonsten können Sie auch jederzeit in den Premium-Diensten Herrn Gerd oder Herrn Görsch eine Frage stellen. Und dann haben Sie auch ein bisschen mehr Zeit, diese zu beantworten, als wir jetzt gerade haben. Dafür wird das alles dann ein bisschen ausführlicher beantwortet. Die erste Frage geht an Sie, Herr Gerd. Und zwar, können Sie mit Hilfe Ihrer Strategie Korrekturziele ausmachen? Oder man könnte es auch einfacher fragen, wie weit kann der DAX überhaupt noch fallen? Nein, kann ich nicht. Das kann gar nicht funktionieren. Ein Handelssystem kann keine Korrekturziele oder auch keine Aufwärtsimpulsziele berechnen. Ich folge ja dem Trend. Das heißt, ich bleibe so lange drin, wie der Trend intakt ist. Es ist nur eine Frage des Zeitrasters. Aber Kursziele zu berechnen würde bedeuten, irgendetwas würde mir ermöglichen, irgendwas von Voodoo oder was vom Himmel fällt, zu sagen, in 2 Wochen wird diese Aktie diesen Kurs haben und dann wird sie nicht weiter steigen. Geht nicht. Hat noch nie funktioniert. Also die einzigen, die damit rumhampeln, sind die Elliott-Wellen-Leute und die halte ich für amüsant. Aber nein, das geht nicht.
Ist auch nicht nötig. Für was denn? Denn, aber stellen Sie sich mal vor, Sie hätten gesagt, mein Kursziel bei Apple, das oder ein Korrekturziel beim DAX liegt bei 13.000. Ich habe einige in den Foren gelesen, die haben sich kaputt gelacht, gesagt, du hast bei 13.000 den DAX nicht long gegangen, du Trottel. Ja gut, jetzt sind wir etwas tiefer. Und wie gesagt, es ist doch vollkommen sinnlos. Wenn es abwärts geht, brauche ich kein Korrekturziel. Ich bleibe so lange short, wie der Abwärtstrend erhalten ist. Wenn ich eine Wende habe, gehe ich wieder long. Was passiert, wenn mein Korrekturziel denn unterschritten wird? Dann sage ich, okay, bei 12 ist das Ziel. Ich gehe long, weil das Ziel sagt, oder mein System sagt, das Ziel ist 12 und tiefer geht's nicht. Und der DAX fällt weiter auf 11, weil ihn eigentlich gar nicht interessiert hat, was mein Ziel ausgerechnet, mein System ausgerechnet hat. Bringt nichts. Folgen Sie dem Trend. Wenn er dreht, drehen Sie mit. Aber Ziele ausrechnen ist für mich, war noch nie und wird auch nie ein Ziel sein. Da haben wir direkt eine Folgefrage dazu. Das heißt, man kann auch nicht abschätzen, wie lange der DAX sich noch im Abwärtstrend befindet, wahrscheinlich. Nein. Okay, super. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Sind Sie der Meinung, dass die reale wirtschaftliche Entwicklung an der Börse noch eine Rolle spielt? Herr Gerd. Absolut. Ich schon. Manchmal. Im Großen und Ganzen nein. Also ich finde das schon wichtig. Ich habe auch hier ein paar Beispiele, vielleicht können wir das ein oder andere hier mit reinnehmen. Das ist jetzt hier mal der ISM Manufacturing Index aus den USA. Das ist ja nun mal so eine klassische Zahl, die darüber Auskunft gibt, wie es denn wirtschaftlich läuft. Und da sieht man schon ganz typischerweise, wir haben hier die 50er Linie, Werte über 50 stehen für eine wachsende Wirtschaft, Werte unter 50 stehen für eine schrumpfende Wirtschaft. Und da sieht man schon ganz deutlich, dass wir immer dann, wenn wir mit den ISM-Werten hier auch kräftig unter die 50 kommen, dass wir dann wie hier 2000 oder auch hier 2008, dass wir dann eben in die Phasen kommen, wo die Märkte auch wirklich deutlicher zurückkommen. Na, wir haben das hier genauso. Wir sind mit dem ISM unter die 50 gekommen, die Märkte sind deutlicher zurückgekommen und wir haben es auch hier so gesehen, dass wir unter der 50 waren und wir haben es ja gesehen, von da an. Wir sind nicht nach unten gelaufen. Bitte? Herr Görsch, 2019 sind wir unter 50 gefallen und wenn man damit jetzt mit der Skalierung mal lang zieht, wird man feststellen, nein, da sind die Kurse weitergelaufen nach oben. Hier sind die Kurse weitergelaufen. Hier haben wir uns aber auch gerade angeschaut, dass das eben genau diese kurstechnische Übertreibung war, von der wir gerade gesprochen haben, die jetzt hier zurückgeholt worden ist. Wir reden aber von einem Jahr. Was heißt, wir reden von einem Jahr? Wir reden doch nicht von einem Jahr. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Beispiele, wo wir drunter gelaufen sind und der Markt ganz klar zurückgekommen ist. Das ist ja nicht ein Jahr. Wir sind hier in 2000, wir sind hier in 2008. Ich sage, im Jahr 2019 sind wir schon relativ, ich glaube im August, unter 50 gefallen beim PMI und der Markt lief monatelang weiter. Also wir reden hier von einer Phase, wo über Monate, nicht für ein paar Wochen, keinerlei direkte Kontakt mehr zur normalen wirtschaftlichen Entwicklung bestand. Und der PMI ist ja nicht sein. Genau, aber das ist ja genau das, was ich mit Übertreibung meine. Ja, dass die Kursentwicklung nicht mehr zur wirtschaftlichen Entwicklung gepasst hat über die letzten Monate. Und deswegen war das auch unweigerlich, dass wir früher oder später kräftig zurückkommen. Na, und ich habe das auch in meinen Newslettern des Öfteren geschrieben, dass wir eben in diesen Bereichen hier oben durchaus damit rechnen, dass es kräftige Rücksetzer gibt, weil es eben übertrieben war. Weil diese Bewegung, die hier gelaufen ist, seit Mitte 2019, das ist genau diese TINA-Bewegung, diese There is no alternative. Wenn wir uns anschauen, wie gut die Indizes hier schon performt hatten bis Mitte des Jahres, dann war es für die Fondsmanager allgemein so, die wollten schon gar nicht mehr kaufen, weil sie eben gesehen haben, dass es wirtschaftlich auch nicht mehr so toll läuft. Die hatten aber gar keine andere Chance. Die mussten kaufen. Wenn die nicht gekauft hätten, Moment, wenn die nicht gekauft hätten, dann hätten sie am Ende des Jahres schlechter performt als die Benchmark und dann wären die Kundengelder abgeflossen. Und um das zu vermeiden in den einzelnen Produkten, ist weiter gekauft worden. Jetzt haben wir einen Auslöser gehabt, ja, Corona, einen Auslöser, der eine erste Verkaufswelle ins Laufen gebracht hat und alle, die über die letzten Monate hier schon nicht mehr kaufen wollten und schon nicht mehr mit gutem Gefühl long waren, die waren jetzt dankbar, dass sie da den Verkaufsbutton drücken können und Positionen liquidieren können und Gewinne mitnehmen können. Und dann
potenzieren sich einfach diese Abwärtsbewegungen. Und dann sehen die kurzfristig extrem dynamisch aus, nur um dann auf dem Absatz wieder kehrt zu machen und das nächste V zu bilden und wieder weiter nach oben zu laufen, weil früher oder später die Gelder wieder investiert werden müssen. Und dann kommen wir in die gleiche Situation. Dann fangen die Manager wieder an, den Kursen hinterher zu laufen und müssen einsteigen, ob sie wollen oder nicht. Ja. Lass uns das abkürzen, damit wir noch Zeit für ein paar andere Fragen haben. Die nächste Frage ist, wie sehen Sie ein Investment in Rohstoffe? Kann es hier eine Trendwende zugunsten von Rohstoffen geben? War in der Vergangenheit doch schon mal der Fall, das fragt der Herr Gündner. An Herr Görsch nehme ich an. Ich meine Thema. Absolut. Ja, ich glaube schon, dass die Rohstoffmärkte allgemein demnächst Boden finden können. Wir sind ja schon in den Bodenbildungen drin. Ja, das geht in alle Bereiche, das geht in die Softs, das geht in die Grains. Glaube ich schon, dass man da langfristig für die nächsten Monate und auch vielleicht für die nächsten Jahre nicht schlecht dran tut, vielleicht ein bisschen von seinem Kapital auch in einen größeren Rohstoffindex zu stecken. Ja, da muss man sich mal ein bisschen mit beschäftigen. Es gibt zwei große Rohstoffindizes. Der eine ist ein bisschen energielastig, der andere ist ein bisschen ausgeglichener. Da kann man auch schauen, wo man da ein bisschen mehr reingehen will. Was ich etwas als Problem sehe, sind die Ölpreise, ja, die schon weit runtergekommen sind, die auch noch mal eine ganze Ecke weiter runterkommen könnten. Je nachdem, wie weit das voranschreitet mit der Umstellung auf Elektroautos und so weiter, dass da vielleicht ein bisschen die Nachfrage nach Öl noch zurückgeht, die Preise noch ein bisschen weiter fallen. Das drückt dann natürlich auch wieder auf die Rohstoffindizes. Ja, aber die Energiemärkte an sich, die sind ausgebombt. Wir sind so weit runtergekommen, da muss irgendwo auch mal die Wende wieder drin sein. Ansonsten kriegt man seine Energie irgendwann geschenkt. Ja, und da glaube ich nicht dran. Das ist super. Da haben wir nämlich die Frage nach Öl auch direkt beantwortet. Die wäre nämlich als nächstes dran gewesen. Von daher, die nächste Frage geht wieder an Herrn Gerd. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wieder auf den Zug aufzuspringen und long zu gehen? Also der Nutzer oder der Teilnehmer fragt einfach nur, welche Indikatoren präferieren Sie, um das überhaupt herauszufinden? Die Indikatoren meines Handelssystems kann ich nicht offenlegen. Das wäre natürlich amüsant, aber dann bräuchte man mich ja nicht mehr. Das wäre schade. Ich arbeite mit einem Mix aus Indikatoren. Das heißt, das System agiert so, dass es mehr oder weniger eine Abstimmung zwischen verschiedenen Indikatoren durchführt. Solange in dem Moment, wo die drei Hauptindikatoren alle drei den Daumen heben, geht's rauf. Wann das sein wird, weiß ich nicht, aber es ist mir auch vollkommen egal, weil es einfach unnötig ist, es vorher zu wissen. In dem Moment, wo das Handelssystem grünes Licht gibt, würde ich long gehen, vorher nicht. Und dazu, es ist kein antizyklisches, sondern ein trendfolgendes System. Weil antizyklisch immer das Problem hat, Indikatoren können sehr, sehr lange und hartnäckig in der überverkauften oder überkauften Zone drin bleiben, sodass ein RSI oder ein Stochastikindikator relativ gefährliche Ratgeber sind. Es sei denn, man sieht bestimmte Divergenzen, aber das kann das System nicht machen, das muss ich dann per Hand. Aber das Ende der Fahnenstange kann irgendwo sein. Ich bin im Moment short und ich fühle mich ziemlich wohl dabei. Ich bin jetzt im Moment, immer wenn ich nach links schiele, gucke ich auf den Monitor und überlege, soll ich noch eine Position für unseren Dienst morgen dazu kaufen oder nicht. Erstens wird es zeitlich langsam knapp und zweitens weiß ich es immer noch nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie diese Show da drüben ausgeht. Aber solange der Trend abwärts weist, ist es im Endeffekt bei mir das Einzige, was ich tue. Ich höre auf, irgendwann mal Short-Positionen dazu zu kaufen, sonst wird man irgendwann von der Short-Squeeze so überrollt, dass alles, was man vorher erschaffen hat, mit zwei oder drei zu spät kommenden Trades einfach platt gemacht wird. Und gerade die Squeezes sind ja heftig, ne? Ja, und wie? Deswegen im Zweifel lasse ich auch die Finger weg, das habe ich den Lesern auch schon geschrieben. Im Moment halten wir die Front, ziehen die Stopkurse brav nach und nehmen mit, was wir kriegen können. Das ist ein gutes Vorgehen, absolut. Ja. Super, dann gehen wir zur letzten Frage, weil wir schon ein bisschen überzogen haben. Und zwar komplett unabhängig jetzt auch erstmal von der ganzen Corona-Krise. Sehen Sie eine Krise auf die deutschen Autobauer zukommen? Weil sie lange den Elektroautotrend verschlafen haben, das fragt der Herr Flamm. Soll ich mal anfangen, Herr Görsch? Ja, wegen mir gerne. Okay, ich
Bin mir nicht ganz sicher, ob es eine gute Idee war, dann überhaupt noch auf diesen Elektrozug aufzuspringen, ehrlich gesagt, weil ich bin da ziemlich geteilter Meinung, ob sich das wirklich durchsetzt, weil am Schluss werden wir vielleicht dazu gezwungen, Elektroautos zu kaufen, weil sie sonst nicht von dem Ladentisch kommen. Und ob diese Investitionen sich rechnen oder ob wir dann plötzlich in 10 Jahren dringend auf Wasserstoff gehen müssen, weil wir gemerkt haben, dass das alles eine ziemlich doofe Idee war. Oder ob die Leute, die bei Benzin bleiben, die richtige Karte haben, ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass ausgerechnet Dieselgate VW sich von der Bilanz her derartig grandios gehalten hat, weil die ihre Rentabilität gesteigert haben. Die EBIT-Marge ist gestiegen in einem Jahr 2019. Aber insgesamt hat die Automobilindustrie durch dieses ganze Hin und Her mit E-Mobilität und irgendwelchen neuen Regelungen auf jeden Fall das Problem, irgendwo die ganze Zeit auf Watte zu laufen und nicht zu wissen, wie geht's weiter. Das ist blöd, ehrlich gesagt. Also wahnsinnig bullisch bin ich für die Branche im Moment nicht. Ja, bin ich auch nicht. Ich habe hier mal beispielsweise den Daimler-Chart. Ja, wenn wir uns anschauen, wie sich hier die Daimler entwickelt hat seit 2015. Na, wir kommen hier von 93 Euro, stehen aktuell bei 36 Euro. Also haben noch etwas mehr als ein Drittel des Wertes. Puh, da frage ich mich, ob die Frage, kommen die in die Krise, richtig ist. Ja, wenn das keine Krise ist, dann weiß ich auch nicht. Na, die sind mitten in der Krise. Wobei wir auch da jetzt inzwischen so weit gefallen sind, die Level, die sind schon fast wieder attraktiv. Ja, das Wenn ist. man sich anguckt, wie im Moment die Umsätze und Gewinne aussehen, ist das schon fast geschenkt. Die Genau. Frage ist halt, ob es nicht noch schlimmer wird und man dann im Endeffekt, ob der Kurs nicht ausnahmsweise mal vorwegläuft. Ich weiß es nicht. Also Ja, da. genau. Also die Kursgewinnverhältnisse, die wir in der Automobilbranche haben, die sind sehr niedrig, historisch niedrig. Also für Langfristinvestoren, die weiter an das deutsche Zugpferd glauben, denke ich, sind das schon Kaufpreise. Wie der Herr Gerd gerade schon gesagt hat, die VW hat sich für das, was sie da durchgemacht haben, auch imagemäßig brutal gut gehalten. Und auch wenn man sich anschaut, wie die Absätze in China zurückgegangen sind in den letzten Wochen und Monaten und trotzdem noch Top-Ergebnisse und einen super Ausblick wieder geliefert, die VW. Also weiß ich nicht, ob das so schlechte Investments sind, ja, zu den Preisen, die wir jetzt sehen. Das heißt nicht, dass es nicht kurzfristig nochmal kräftig weiter in den Keller gehen kann. Aber wer da ein bisschen risikoaffin ist und ein bisschen Geld übrig hat, der kann sicherlich auch in der Automobilbranche zu den Kursen wieder ein bisschen was machen. Ja, super. Vielen Dank. Dann sind wir am Ende angekommen. Ich habe nur noch den Job, mich nochmal auch bei allen Teilnehmern natürlich zu bedanken, insbesondere natürlich auch bei Herrn Görsch und bei Herrn Gerd. Mir hat das Format super viel Spaß gemacht. Im Anschluss bekommen Sie natürlich noch die Aufzeichnung von uns zugeschickt. Sie können auch gerne jederzeit Fragen stellen im zweiten Schritt noch, die Herr Gerd und Herr Görsch dann jeweils in ihren Diensten beantworten. Und Sie bekommen von uns auch, wenn Sie Herrn Gerd oder Herrn Görsch noch weiter folgen wollen, noch eine Mail mit einem kleinen Angebot zugeschickt, wo Sie dann die jeweiligen Dienste von Herrn Gerd und Herrn Görsch noch ein bisschen vergünstigt beziehen können, um dann den beiden zu folgen und Ihnen natürlich auch private oder Fragen zu stellen, die Sie dann beantworten können. Vielen, vielen Dank an euch beide, an alle Teilnehmer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal und spätestens, wenn wir genau dieses Format nochmal wiederholen in naher Zukunft. Yes, sir. Auch von Vielen meiner Dank Seite. auch. Vielen Dank, war toll. Herr Gerd, ja, vielen Dank und auch wirklich großen Respekt. Ja, ich hoffe, das ist hier jetzt nicht so angekommen, dass wir uns nicht mögen. Ich glaube, wir mögen uns sehr gerne. Und wir Ja, sind in absolut. vielen Dingen auch recht d'accord, glaube ich. Ja. Ja, das ist so. Dann schönen Abend noch allerseits. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Tschüss. Von mir auch. Tschüss.